Freitag, 21. September 2018, 22.22 Uhr, Live-Ticker, Spielplan, Tabelle. Trainer Taifan Korkut und der VfB Stuttgart warten weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf kam der VfB nicht über ein torloses Remis hinaus und durfte am Ende froh über das Unentschieden sein. Für den Aufsteiger ist es bereits der 5. Punkt nach 4 Spieltagen, ein starker Saisonstart für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel. Stuttgart steht erst bei 2 Punkten. Gegen Düsseldorf hatte die Mannschaft sogar Glück, dass Torwart Ron-Robert Sieler kurz nach der Pause 2 Großchancen des Gegners, Schuss von Kahn Ayhan, 51. Minute, Kopfball von Marcel Sobotka, 53. mit starken Reflexen entschärfte. In der Schlussphase wehrte er zudem einen gefährlichen Flachschuss von Alfredo Morales, 82. und Kopfball von Ayhan ab 88. Insgesamt kam Sieler auf 7 Paraden. Düsseldorf war dem Sieg deutlich näher. Für Stuttgart ist das Remis enttäuschend, auch für den Trainer. Korkut hatte den VfB im Februar übernommen und in den verbleibenden 13 Partien der vergangenen Bundesliga-Saison sensationelle 31 Punkte geholt, den Sprung in den Europapokal verpasste Stuttgart nur knapp. Knapp 4 Monate später ist die Stimmung deutlich schlechter. Ronald Wittek, EPAFE, Rex, Shutterstock, Mario Gomez gegen Düsseldorf. Nach dem ereignisreichen 3:3 des VfB in der Vorwoche gegen Freiburg wurde ein mutiger VfB-Auftritt gegen Fortuna erwartet. Das Team versuchte vor allem, Fehler zu vermeiden und kam im Angriff nie in die Tiefe. Die Offensivbemühungen sind schnell erzählt in der 34. Minute kam Chadrak Akolo aus knapp 15 Metern zum Schuss, Fortuna-Keeper Michael Rensing ließ den Ball nur prallen und Mario Gomez verpasste im Nachsetzen die mögliche Führung. Es hätte ein besonderer Treffer für Gomez werden können, ein Tor gegen Düsseldorf und der 33-Jährige hätten gegen jeden der 18 aktuellen Bundesligisten bereits in seiner Karriere getroffen. Doch der Ex-Nationalspieler traf nicht, auch nicht in der zweiten Hälfte. VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf 0:0. Stuttgart, Sieler, Beck, Baumgartel, Pavard, Emiliano Inshua, Ascasibar, Castro, 85. Özcan, Akolo, 57. Tommy, Gentner, 74. Donis González, Gomez, Düsseldorf, Rensing, Ayhan, Bojek, Kaminski, Zimmer, Sobotka, Gieselmann, Matthias Zimmermann, Morales, Duxch, 70. Hennens, Raman, 71. Luke Bacchio, Schiedsrichter, Robert Hartmann, gelbe Karten, Luke Bacchio, Bozek, Zuschauer, 55.000.